Gut, gut, gut. Und hey ho, natürlich. Mal eben noch einen Schluck Bier getrunken. Welche Marke, sage ich euch nicht. Ne? Also nicht von Perwoll, wie beim letzten Mal. Natürlich auch nur, um meine Schmerzen zu betäuben. Ne? Ich möchte euch jetzt nicht anleiten und zum Alkoholiker machen. Ne? Wo waren wir stehen geblieben? Wir wollten den Gang weiterbauen. Wie es dort gehört. Ne? Ich habe mich dafür entschieden, Schlitze reinzubauen und das Glas rauszuhauen. Ich finde das Glas total langweilig. Das Glas, das sieht aus wie so ein Wohnhaus, keine Ahnung. Es sieht nicht spacig genug aus. Jetzt sind wenigstens noch ja Glasscheiben. Aber ob wir die jetzt wirklich dann besser gebrauchen könnten, das sei mal dahingestellt. Vor allem muss ich jetzt wieder aufpassen, was ich über Beta 1.8 erzähle, denn so langsam wird es wieder knapp. Dass ich jetzt gar nicht weiß, ob die Folge, wenn sie hier, die ich jetzt gerade drehe, wenn die erscheint, ob die dann überhaupt schon Beta 8 vielleicht sogar schon draußen ist. Das ist dann ein bisschen peinlich oder jedenfalls schwer verständlich zu machen, wenn Leute dann ein Video gucken und dann sehen, was spricht der denn da? Ist doch schon alles erledigt. So, ne? Erledigt ist auch mein Koppelstein. Nein, noch nicht ganz. Jetzt muss ich auch nochmal gucken, wie... Ah, es gibt in Minecraft nichts, was mich mehr aufregen würde als Kühe. Ja, Kühe finde ich sowas von... Allein wenn ich die schon höre, ja, dann kriege ich schon immer... Oh, einen Rappel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dazwischen. 1, 2, 3, 4, 5. Machen wir das jetzt richtig? So, hier noch mit Erde drunter am besten. So. Oder ist das unnötig? Hier wächst das sofort, ne? Und in einem Elmi-Einhaushöhle, da sitze ich stundenlang davor und warte. Und ist hell genug und alles, ne? So, jetzt habe ich nicht gezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da käme dann ein Pfosten drauf. Koppelstein habe ich noch. Prima. Noch eine Reihe, ne? Ja, noch eine Reihe. Noch eine Reihe drauf. Ist ganz einfach, ne? Einfach ist das. Oben kommen dann schon Stufen. Boah, was wir Halbsteine brauchen. Ach du liebe Zeit. Da muss ich nochmal nach Bad Schönfeld zurück. Versorgungstrip machen. Das mache ich dann aber diesmal auch ohne euch. Ihr könnt dann hier bleiben, was weiß ich, wo ihr wollt. Ne? Ist ein bisschen langweilig einfach. Ich muss jetzt gucken, wie baue ich das denn hier dran? Ja komm, ich mache das hier mal mit der Erde drunter. Ist jetzt zwar nicht so schlimm. So. Na, passt vorne also hier noch so einen Pfosten rein. Auf die Ecke, so. Hier vielleicht auch, ne? 1, 2, 3, 4. Ja gut, ich meine, ja, nee, warum nicht, ne? Stufen, habe ich denn welche dabei? Ja, habe ich. Dann erledige ich kurz die Stufen. Ja. Ich bin etwas verwirrt. Wie sonst so selten, ne? Das mache ich aber auch richtig, oder? So, hierhin dann, ne? Ja. So muss es sein. So soll es sein. Und das geht auch von unten, habe ich aber irgendwann schon mal festgestellt. Wenn es auch etwas fummelig immer ist. So. Das geht nicht. Da komme ich nicht hoch. Ja komm, da komme ich doch auch ran von unten. Ist auch kein Problem. Ja. Sogar von hier geht es auch noch. Gut. Da noch den Schlitz fertig machen. Halbsteine sind mir ausgegangen. Ah, okay, keine mehr da. Brauche ich noch ganz viele. Ach du meine Güte. Ich schaue in die Kiste. Wenn da nichts ist, dann werde ich nochmal zurück nach Bad Schönfels. Und dann werde ich einen kleinen Cut machen. Das ist jetzt schon beschlossene Sache. Und es ist für euch zu spät, euch zu wehren. Wenn ihr anderer Meinung seid... Ja, das, ja, gut, ich kann mir noch welche herstellen. Okay, mal ganz locker.
Versorgungstrip werde ich trotzdem machen müssen, weil jetzt hier schon der Koppelstein ausgeht. Aber vielleicht muss ich das jetzt auch gar nicht mit Cut. Vielleicht haben wir noch genug andere Sachen zu tun. Ich sehe auch gerade das Glas noch berutscheln. Das können wir ja vielleicht auch noch eben einbauen. Ein paar Schafe kann ich immer noch ein bisschen schwärzen. Das ist auch nicht schlecht. Ach komm, wir brauchen so viele von. Das ist doch alles sonst Tünnef. Den nehme ich wieder mit. Was haben wir denn jetzt hier schön? Ach, guck mal, ist ja schon fast fertig. Ja, super. Und die Kohle hat gereicht. Warte ich jetzt nicht drauf. Ich finde das langweilig. So, ach komm. So wird das gemacht. Mir doch egal. Okay. Hier habe ich immer Angst, wenn ich runterkomme. Man sieht da nicht, ob da jemand steht, ne? Ah, hier setzen wir die Halbsteine ein. Und dann das Dach auch. Kann auch schon gemacht werden. Dann würde ich sagen, nimmt das noch ein bisschen Form an. Ja, ich hätte natürlich auch Schönstein nehmen können und sonst was, ne? Aber es ist einfach eine Ressourcensache. Ich cheate hier nichts und man muss den ganzen Schönstein brennen und alles, ne? Das ist ja irgendwie sehr, sehr aufwendig. Und in Koppelstein, damit kann ich euch ja wirklich unglaublich tot mitwerfen, sag ich mal. Zwei hoch. Ja, jetzt reicht's auch nicht mehr lange. Also jetzt muss ich gleich gucken, wird es gerade dunkel? Ja, gut, dann gehe ich gleich mal schlafen. Hier spare ich mal ein bisschen, indem ich so ein bisschen die untere Reihe auslasse. Die sieht man ja von innen nicht. Man kann ruhig ein bisschen schweben an manchen Stellen. So schlimm ist das nicht. Das Gebäude. So, noch den einen da so. Und dann würde ich sagen, mal eben pennen. Und dann kümmere ich mich dann doch wieder um das Dach. Na, so geht es um meinem Zickzack-Verfahren hin und her. Irgendwann werden wir dann fertig sein. Hopp, 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 einschlafen, einschlafen, Kopfkino ausschalten. So. Ja. Ich wollte jetzt in die Richtung wegrennen und da steht natürlich wieder so eins von diesen Viechern. Haben wir den Schaf in Sichtweite? Das würde ich dann eiskalt ausnutzen. Nein. Nicht zu sehen, weit und breit. Also, keine Mondschafe, gar nichts. Weiter, 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 weiter. Ich will das Dach drauf kriegen. Bevor es anfängt zu regnen. Oh, wie das aussieht, ne? Ist ja irre. Ja. Mal irgendwo einen Ausgang bauen, irgendwie, oder einen Aufgang, besser gesagt. Ja, so. Hehehe. Schwarze Wolle und das Glas. Jetzt wollte ich da einfach nur so Glas reinbauen. Soll ich das auch nochmal erhöhen? Ja, ich erhöhe das, glaube ich, einfach nochmal so. Ja, warum nicht? Erde. Ich brauche jetzt auch erstmal gar keine schwarze Wolle mehr, sehe ich, ne? Ist ja für das Projekt jetzt erstmal genug. So, einfach. Machen wir einfach mal alles zu. Hab noch genug dabei. Kein Grund, sich zu ärgern. La la di da di da di da da. Schön. Ach, guck mal, dann ist doch der zweite Pilz, wenn auch jetzt demnächst mal fertig. Also jedenfalls von seiner Struktur. Wie war das dann? Hoppla, wie war das dann noch drinnen machen? Das ist noch auf einem ganz anderen Blatt. Ich will ja euch auch ein bisschen immer so ein bisschen anregen, aber ich weiß gar nicht, ob mir das jetzt gefällt mit dem erhöhten Glas. Ich würde jetzt mal sagen, ich renne mal weg und guck mir das von woanders an.
Lasse ich mal noch offen, falls ich da doch nochmal hoch will. Ich schaue jetzt mal erstmal aus der Entfernung, wie das aussieht. Na, geht doch mal hier durch. So. Ich brauche dringend Koppelstein. Dum, 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 dum. Sieht lustig aus. Ah, Aluminiumschaf. Das kann ich nicht einfach da in der Gegend rumstehen lassen. Ja, spacig. Da könnten oben auf dem Dach könnten noch irgendwelche Antennen, ne? Ja, das mache ich mit Zäunen. Habe ich Zäune? Ich glaube, ich habe Zäune. Nee, habe ich nicht. Hab keine Zäune da. Ja, gut, vielleicht bringe ich welche aus Bad Schönfels mit. Ich schaue doch mal eben kurz nach. Lass ein paar wichtige Sachen hier und dann mache ich mich auf eine Versorgungstour zurück. Und bin dann gleich wieder da, weil ich jetzt hier wirklich das Ding hier fertig machen will. Also jedenfalls schon mal diesen Gang. Ja. Ja. Vertippt. Das kann alles hier bleiben. Auch das kann auch hier bleiben. Das kann auch hier bleiben. Und das kann auch hier bleiben. Das kann auch hier bleiben. Und das kann auch hier bleiben. Aber das auch. Und dann ist es auch schon wieder erledigt. Vielleicht baue ich mal noch eine Kiste. Ist vielleicht keine so schlechte Idee. Warum nicht? So, jetzt kann ich auch wirklich mal hier noch ganzen Eimerkram und sonst was. Das brauche ich doch alles. Ein Gravel renne ich mit einem Stück Schotter renne ich die ganze Zeit durch die Gegend. Ach, nee, du. Komm, das lasse ich alles hier so. Das auch, die Fackeln. Dann können wir doch unbesorgt sein. Uah. Nee. Doch. Ich dachte, ich renne in die falsche Richtung. Es ist ja so trostlos hier, ne? Die Rosen müssen natürlich auch mal weg. Und der Baum da hinten, der ist ja nur wirklich völlig. Den hole ich mir jetzt direkt mal. Keine Axt dabei, aber ist mir auch egal. Wie sieht das denn aus? So ein Baum auf dem Mond. Das werden wir gleich erledigt haben. Ja, das ist genau wie als wenn man Anfänger ist, ne? Noch keine Werkzeuge hat. Oh, da ist noch einer drauf. Na. So, das war's mit dir. Prima, dann mache ich jetzt meine Drohung tatsächlich wahr und einen Cut, damit ich jetzt euch die ganze Reise hin und her und Inventar vollladen und wieder zurück und das ist doch irgendwie nicht so spannend. Ihr müsst das jetzt nur noch einsehen, ne? Also kleiner Cut. Bis gleich. Auf Hintentische. Gut, ihr dürft mir jetzt die Daumen drücken. Ich habe mich so beeilt, aber die Strecke ist doch sehr weit. Ihr seid mir sicher dankbar, sofern ihr das Swampweedland auch selber kennt, dass ich da jetzt einen kleinen Cut gemacht habe. Ja, gut, jetzt will ich mal hoffen, dass ich irgendwie wieder zurückkomme, bevor die Monster mich fressen. Ich habe nämlich jetzt die Hosentaschen voll, nicht nur die Hosen voll, sondern auch die Hosentaschen voll mit Koppelstein. Ich habe jetzt gar keinen großen Wind gemacht und da erst was hergestellt, sondern ich habe einfach mal den Koppelstein eingepackt. Und was habe ich denn noch mitgenommen? Ja, so ein paar Zäune. Da, ich wollte ja mal so Antennen noch auf das Dach stellen. Ja, super. Toll, jetzt ist mir auch noch mein. Also wirklich, ne, das war jetzt wieder. Ich hatte Gott sei Dank noch ein neues mitgenommen, ein etwas weniger verbrauchtes. Was war das denn da oben? Ach, nur ein Schwein, okay. Ah, oh, toll. Das sieht schön aus, ne? Ja, wir müssen mal gucken, noch mit der Beleuchtung noch vielleicht ein bisschen besser machen. Ach ja, und natürlich Beleuchtung. Da fällt mir immer Glowstone ein, ne? Glühstein. Und da ist ein Zombie vor meiner Haustür. Den möchte ich da nicht reinlassen. Oh. Oh.
Nein! Macht aber nichts. Ja, ihr dusseligen Hunde, ich hab euch ausgetrickst. Das war völlige Absicht von mir natürlich, ne? Wisst ihr ja schon. Der Vorbuddler, ne? Der Meister im Game Over. Also, ja, ein Schwert kann ich mir nicht herstellen, weil ich jetzt hier keine Materialien habe. Ach komm, das kriege ich ja so wieder eingesammelt. Oh, 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 oh. Ja, was mache ich denn jetzt? Ja, wie, das ist jetzt doof gelaufen. So, ist jetzt schon hier, komm, Holzschwert, Holzschwert, ja. So, 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 schnell da mal eben ein Holzschwert hergestellt. Den Rest lassen wir hier liegen und dann wird der da unten verkloppt. Wo ist der denn hin? Ah, da. So, da ist da noch ein blödes Skelett. Boah, meine ganzen Sachen. Ich habe es auch irgendwie... Ich hatte es irgendwie... Ja, ich habe es kommen sehen. Ganz ehrlich gesagt. Irgendwie, ne, habe ich gedacht, ja, das schaffst du im Leben nicht, im Dunkeln da zurückzulaufen. Aber wieso hat der mich so unheimlich schnell gekillt? Das war irgendwie, war das ein Schlag und ein Pfeil? Oder wie? War ich so verletzt vorher? Ich hab das gar nicht gemerkt. Ist mir jetzt auch, ich leg mich jetzt hin. Die Tür geht nicht zu. Ach du meine Güte, nein, nein. Ah, hat geklappt. Ah, das hat geklappt, gut. Gut, viele Sachen lasse ich hier. Besser, ne? Erstmal wieder kurz aufräumen, ganz, ganz, ganz kurz. Das brauchen wir auch. Waren wir stehen geblieben? Glas hatten wir drauf. Und da sollten dann noch... Ach, kann ich auf Glas überhaupt... geht das denn? Werden wir erfahren, ne? Kann ich auf Glas Zäune stellen, meine ich? Nein, ja doch. Ah, nein, was ist denn das da? Hallo. Wo kommst du denn noch her? Du hast dich in der Zeit vertan. Will der mich da so blöd von der Seite anpöbeln? Ne, das kann ich ja ab, sag ich euch. Außerdem habe ich hier viel zu weit. Es sind doch nur 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da muss dann ein Pfosten hin. Na. Ja. Ja, jetzt sind wir hier gerade so schön in der Nähe. Machen wir mal alles in einem Rutsch. Jawohl. Das geht ja hier rein. Ah, da unten muss ich natürlich die Erde noch weghauen. Schaufel habe ich mitgebracht. Da sehe ich sie auch schon in meinem Inventar. Kann es gar nicht erwarten. Ist auch besser, als da immer mit dem Kiefer durch die Erde zu schaben, ne? So, komm her, du. Und das muss auch noch hier bereinigt werden. Und da noch und da 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 und da. Halbsteine nicht dabei, ist mir jetzt aber auch Sums. Das war auch okay hier. Und noch hier so ein paar hin. 8 abzählen, eine Säule drauf zur Orientierung. 3. 4, 5, 6, 7, 8. So. Oh, da passt nochmal eine hin. 4, 5, 6, 7, 8. Ja, gut, das ist jetzt hier schon ein Endgebäude. Da brauchen wir jetzt nicht so noch extra eine Säule dran machen, denke ich mal.
zwei drauf, dann fehlen ganz viele Halbsteine, oben die Stufen drauf. Ja, können wir alles gleich noch machen. Beziehungsweise in der nächsten Folge. Wow, ja, da komme ich jetzt nicht hoch. Aber so. Miau, das sieht cool aus, wenn man da so hochkommt, auf jeden Fall. Jetzt möchte ich ja gucken, ob die Zäune da drauf gehen. Ich weiß das wirklich im Moment nicht. Ich meine, es geht nicht. Sag ich jetzt einfach mal. Lass mal gucken. Ach doch, das funktioniert. Na wunderschön. Ist doch alles kein Problem. Ne? Jetzt mal so ein bisschen so querfeldein halt. Mal längere und mal kürzere. Das ist wirklich eine der größten Innovationen in Minecraft überhaupt. Dass man die Zäune endlich mal stapeln kann. Vielleicht so mal einfach. Ich guck mal, wie das aussieht. Voller Erwartung stürze ich mich jetzt hier in den Tod. Gucken wir mal. Ich renne mal da hinten wieder hin. Ja, da könnte sogar noch ein bisschen so, ne? Ja, hier auf der einen Seite hier fehlt noch irgendwie vielleicht noch eine ganz hohe Stange. Ja, genau. Ich denke mal noch eine ganz hohe Stange, so 5 oder 6 vielleicht. Hoch, das mache ich noch. Ach, genau, die Sonne da oben drin. So, wo war das denn jetzt? Hier irgendwie sollte das sein, ne? Hier so auf die Ecke. So, und jetzt mache ich da noch ein paar drauf. Noch eine. Komm, jetzt nicht klickern, ne? Sondern klotzen. So finde ich das schön. Schöne Antennen gehören dazu. Und wenn mir das jetzt von unten gefällt, dann verschließe ich auch das Dach oben. Denn so kann man das natürlich noch nicht lassen mit diesem provisorischen, ja, Loch. Ne? Ja, guck mal, das wird doch langsam. Das wird doch langsam. Och, guck mal hier, da habe ich ein Glas dabei. Nee, da muss ich mal merken, dass hier noch zwei fehlen. Aber ich würde sagen, das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Ja, das brauchen wir jetzt nicht machen, da jetzt wieder so ein Glas und wegen der zwei Stücke da. Na, ich muss jetzt so wieder zurück, weil wegen, ihr wisst schon, hier Halbstein, ne? Dennoch, das machen wir in der nächsten Folge. Ich brauche jetzt noch einen Schluck Bier oder irgendwie sowas, ne? Also, ja, gibt es da nicht viel mehr zu sagen. Geh doch mal einmal zu hinter mir. Ich kann doch nicht ringsherum Treppen an, hier Stufen, Dinger, da Schaltplatten anbauen. So, ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge, ne? Ihr seid wieder dabei, dann bin ich es auch. Also, bis dann. Ciao.